Was geht ab YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit dem 86 Plus Kampagne Mix Spielerwahl. Zu ziehen gibt es entweder ein falsche Position Spieler, ein Centurion, ein Toti, ehrenvolle Erwähnungen oder ein Future Star. Bin mal gespannt, ob es sich lohnt. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt. Ich habe gerade gar nicht im Kopf, was für gute Position Changes gibt. Gab es Neymar? Es gab Neymar Centurions, glaube ich. Ben Yedder Centurions. Kimpembe Centurions. Toti ehrenvolle Erwähnungen. Weiß ich jetzt nicht, wer so gut ist. Vinicius Junior Toti ehrenvolle Erwähnungen gibt es. Der wäre nice. Ja, ansonsten keine Ahnung. Future Star Musiala gibt es. Aber den will ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, keine Ahnung. Gucken wir einfach mal, ob es sich lohnt. Ist auf jeden Fall ein geiler Pick. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute, und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, lehnt euch zurück und gönnt euch. Wir gehen rein ins Pack. Ich mache einen R3-Pick. In 3, 2, 1, let's go. Komm schon. So, erster Spieler. Günther Foot Centurions. Nicht so nice. 86er auch. Hat Weitwurf, frühes Flanken. An sich ein geiler Linksverteidiger, aber... ja, nicht so nice wirklich. Es gibt bessere. Pick Nummer 2. Tadic. Auch nicht nice. Ah, komm. Der letzte sollte jetzt echt mal so ein geiler werden. Komm schon, ey. Komm schon. Noch ein Centurions, aber diesmal Neymar. Der wäre so geil. Oh, Nketiah. 93 Pace, 89er Rating, 4 Sterne Skills. Premier League und Engländer, das ist immer nice. Kann nur Lupfer. Ja, Stellungsspiel und Abschluss ist gut bei dem. Der kann nur keinen Weitschuss, was auch nicht so wichtig ist für einen Stürmer. Ja, schon ganz nice eigentlich. 99 Körperpräzision, 99 Sprungkraft, 1,80 groß. Hm, beweglich ist er. Okay, die Werte sind echt nicht schlecht. Ich glaube, der könnte auch was wert sein. Also ich werde auf jeden Fall den nehmen. Hat auch sowieso das höchste Rating und sieht auch am besten aus. Was kostet der Bre? Ja, doch. Ist seine 150k wert. Der ist auf jeden Fall was wert. Ist halt der Premier League Bonus, ne? Ich würde sagen, der ist schon nice. Kann man als Sub spielen. Ist jetzt nicht der allerbeste, aber... ja doch. Sehr nice Karte, würde ich sagen. Gut, das war's mit dem Pack. Boah. Das war's mit dem Pack, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Haut rein, bleibt gesund und ciao.